Frau Peer, ich weiß nicht, war das jetzt eine kabarettistische Einlage? Also ich stehe ja nicht im Ruf, CDU und FDP zu verteidigen, aber wenn Sie den beiden Fraktionen vorhalten, Sie hätten in Ihrer fünfjährigen Regierungszeit die Kommunen kaputt gespart und nicht etwa in den 30 Jahren davor, in denen Sie teilweise mit der SPD zusammen regiert haben, dann ist das schon ein bisschen eigenartig. Aber Sie sind ja ein alter Profi, Sie sind nicht mal rot geworden dabei. Also Lob und Anerkennung dafür von meiner Seite. Aber Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, was ich der Debatte entnommen habe, und das ist gut, es besteht offensichtlich kein Dissens darüber, dass der Zustand der Schulen im Lande vielfach unbefriedigend ist. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, ich bin letztes Jahr im Vorfeld der Europawahl bei vielen Podiumsdiskussionen eingeladen gewesen in Schulen. Und das war quasi meine persönliche Feldstudie und die war wirklich sehr erkenntnisreich. Da gab es nagelneue Schulen, Top-Zustand, Top-Einrichtungen und es gab aber auch das genaue Gegenteil. Besonders eindrucksvoll fand ich ein Gymnasium in meiner Heimatstadt Köln, das eingezäunt war, damit den Schülern die marode Fassade nicht auf den Kopf fällt. Nun sind grundsätzlich erstmal die Kommunen für die Ausstattung der Schulen zuständig. Und das Problem ist auch nicht neu. Die Sachverständigen in der Anhörung waren sich zwar nicht genau einig darüber, wie groß der Investitionsstau ist, aber sie waren sich, Frau Beer, sehr einig darüber, dass er über Jahrzehnte aufgelaufen ist. Und das muss sich dann die Grünen und genauso wie die antragstellende SPD schon vorhalten lassen, Herr Dahm. Ihre Misswirtschaft über Jahrzehnte hat dafür gesorgt, dass unsere Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Sie haben den Verbundsatz gesenkt in den 80er Jahren und seither fehlt da das Geld. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass der Herr Dahm in seiner Rede sagt, das interessiert heute keinen mehr. Das würde ich an Ihrer Stelle wahrscheinlich auch sagen. Das hat jedenfalls auch dazu geführt, dass die Kommunen dann ihren Aufgaben, insbesondere bei der Ausstattung der Schule, nicht nachkommen konnte. Und man kann an Investitionen sparen, man kann das einige Jahre, Jahrzehnte vielleicht rausziehen, aber man schiebt eben immer einen immer größeren Berg vor sich her, der sich dann irgendwann heute kaum noch abbauen lässt. Und das kann man jetzt alles zwar nicht mehr ändern, aber es wäre eben ein Mindestmaß an politischer Redlichkeit, meine Damen und Herren von SPD und Grünen, wenn man den Teil der Geschichte hier auch erwähnt und zugibt, dass man den Karren in NRW in den Dreck gefahren hat. Und dann haben Sie das Problem zumindest erkannt und haben unter der letzten Landesregierung, unter der rot-grünen Landesregierung Kraft, ein Programm aufgelegt, Gute Schule 2020, um wenigstens ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Jetzt feiern Sie sich dafür, dass Sie ein Problem, das Sie selbst geschaffen haben, wieder ein bisschen gelöst haben. Besser könnte man die Segnung der Sozialdemokratie eigentlich nicht zusammenfassen. Weil Sie sich aber so toll dabei fühlen und damit es auch keiner vergisst, haben Sie nun diesen Antrag geschrieben. Und damit geben Sie zunächst einmal zu, dass Sie eben das Problem nicht gelöst haben oder allenfalls ein bisschen. Und nun verlangen Sie von der neuen Landesregierung, dass sie das Programm neu auflegen oder fortsetzen soll. Und besonders lustig finde ich dabei, dass Sie in den Antrag auch noch reinschreiben, dass die neue Landesregierung gefälligst auch den Namen Ihres Programms übernehmen soll, damit das dann Gute Schule 2025 heißt und damit auch jeder weiß, dass es Ihre Idee war. Ja, liebe Sozialdemokraten, das ist keine Opposition, sondern billige Selbstbeweihräucherung. Der Antrag hilft keinem, keiner Kommune, keiner Schule, keinem Schüler, ja nicht mal der SPD. Wir lehnen ihn deshalb ab. Vielen Dank.